So, dann ein schönes Willkommen zum ESB-Tutorium Aufgabenblatt 7. Und ja, ihr habt vielleicht gesehen, wenn ihr euch das angeguckt habt, ganz viel Codierungstheorie und wir werden uns dementsprechend mit Fano-Codierung, Huffman-Codierung und Hamming-Codes beschäftigen. Gerade noch. Genau, ihr solltet eigentlich alles sehen können. Die erste Aufgabe, da geht es darum, einen zyklisch einschrittigen Binärcode zu entwickeln. Und ja, das wäre vielleicht erstmal die Frage, was heißt das denn eigentlich? Also, was ist einschrittig? Was wäre ein einschrittiger Binärcode? Wer kann mir das jemand von euch sagen? Was bedeutet Einschrittigkeit bei einem Binärcode? Also erstmal Binärcode heißt ja mehrere Codewörter und dann ist Einschrittigkeit ist eine bestimmte Eigenschaft. Okay. Dann schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt hier beispielsweise folgende Codewörter nehme, das wären jetzt drei verschiedene Codewörter, 110, 001 und 010. Dann schaue ich von einem Codewort zum nächsten, also von 110 zu 001, wie viele Bits Unterschied habe ich? Also wie viele an wie vielen Stellen sind es unterschiedliche Bits? Ich gucke mir die erste Stelle an, einmal 1, einmal 0 ist unterschiedlich. Zweite Stelle, einmal 1, einmal 0 ist auch unterschiedlich. Dritte Stelle, einmal 0, einmal 1. Heißt, alle drei Stellen sind in dem Fall sogar unterschiedlich. Das heißt, wäre dreischrittig vom ersten zum zweiten Codewort, weil drei Stellen unterschiedlich sind. So, hätte ich jetzt hier kein, gut, das wäre das erste zum Beispiel 111, dann wäre ich von 111 zu 001, dann wären ja nur die ersten beiden Stellen unterschiedlich. Also zwei Stellen sind unterschiedlich, dann wäre es eine Zweischrittigkeit zwischen dem ersten und dem zweiten Codewort. Jetzt habe ich meistens aber nicht nur zwei Codewörter, sondern mehr in so einem Binärcode. Und das heißt, ich muss dann auch das dritte mir anschauen. Und jetzt hätte ich hier 111, 001 und 010, also von 0. Vom ersten zum zweiten ist es zweischrittig. Das hatten wir eben. 001 zu 010. Da ist die zweite Stelle unterschiedlich und die dritte ist unterschiedlich. Also auch zwei Stellen. Das heißt, vom ersten zum zweiten sind es zwei Bits Unterschied, vom zweiten zum dritten sind zwei Bits Unterschied. Dann wäre es ein zweischrittiger Code. Im Zweifel gilt dann auch immer das Höhere. Also wenn ich Einschrittigkeit und Zweischrittigkeit habe, dann ist es, ja, also es ist ein Gemisch, das ist immer so ein bisschen fies und gemein dann, aber eigentlich wäre es dann ja eher dann zweischrittig, aber nicht sauber zweischrittig. Genau, also das wäre jetzt ein zweischrittiger Code und einschrittig würde dann quasi was bedeuten, wenn ich stattdessen einen einschrittigen Code hätte? Ja? Ja, das geht sich nur um eine Binärzahl unterscheiden. Genau, also da ist dann von einem Codewort zum nächsten ist dann immer nur eine Stelle unterschiedlich. Das wäre dann ein einschrittiger Binärcode. Jetzt sollt ihr nicht nur einen einschrittigen Binärcode entwickeln, sondern einen zyklisch einschrittigen Binärcode. Eine Idee, was da jetzt hinterstecken könnte? Ja? Ja, ich würde jetzt sagen, wenn ich mir jetzt einen Code vorstelle, würde ich halt immer sagen, okay, der erste ist jetzt bei 000, dann würde ich 001 wählen, dann würde ich. Ach, das ist aber schwierig, aber ich merke gerade, ich bin wieder. Okay, sonst helfe ich euch da auch mit. Also beim Zyklischen geht es darum, dass auch vom letzten Codewort, also in unserem Beispiel wäre das dann vom dritten Codewort, zurück zum allerersten auch diese Schrittigkeit genauso gegeben ist wie zwischen den anderen Codewörtern. Also es kann ja sein, dass ich hier eine Zweischrittigkeit hätte zwischen den anderen, also zwischen dem ersten und zweiten und dem zweiten und dritten, dass dann aber vom letzten zum ersten
keine Ahnung, einfaches Beispiel wäre jetzt hier 000. Also ignoriert bitte, dass ich jetzt in der Mitte das gerade geändert habe. Aber von letzten zum ersten wäre das jetzt dreischrittig. Und wenn ich dazwischen zweischrittig hätte und dann aber vom letzten zum ersten, dann wäre es halt zwar eine Zweischrittigkeit an sich, aber er wäre nicht zyklisch. Weil das bei denen dann nicht hinhaut. So, jetzt hatten wir ja einen zweischrittigen, jetzt können wir ja mal gucken. Bei dem Beispiel, erstes zu zweites war zweischrittig, zweites zu drittes war zweischrittig und jetzt das letzte. Ist die erste und die letzte Stelle unterschiedlich zu dem ersten Codewort? Auch wieder zwei Stellen, das heißt, dieser hier wäre zyklisch zweischrittig. Genau, und in der Hausaufgabe ist es ja so, dass ihr quasi dann ein Verfahren nutzen sollt, was in der Vorlesung euch erklärt wurde. Das ist ein rekursives Verfahren und das entwickelt euch dann zyklisch einschrittige Binärcodes. Weil damit ich auch zwei Schritte in einem Ding also sagen kann, muss also die erste und die zweite, die zweite und die dritte und die erste mit die dritte. Immer zwei wird verschieden. Dass das hier zweischrittig ist, das muss dann halt gleich sein. Wir haben ja hier, warte dann, genau, weil hier nochmal die Nachfrage ist, das sind quasi 2-Bit-Unterschied und das sind auch 2-Bit-Unterschied. Das würde erstmal sagen, haben wir zweischrittigen Code. Wenn ich statt den zwei, wenn das hier irgendwie jeweils nur ein unterschiedlich wäre, dann wäre es ein einschrittiger Code. Aber Und der Vergleich mit ersten Wort, mit dem dritten Wort, in dem Fall ist nicht relevant, um das zu der ist für benutzen. grundsätzlich die Schrittigkeit erstmal nicht relevant, außer du willst auch noch gucken, ob er zyklisch ist. Und da hat man zyklisch sagt. Zyklisch würde dann heißen, dass eben auch, dass ich mir das hier mit angucke. Jetzt habe ich hier die Einsen nicht mehr weg, es war ja ein Zweier. Und da habe ich ja quasi so, geschaut, dass ich dann vom letzten zum ersten Codewort auch wieder zwei Unterschied habe. Das ist das, was mir dann den Zyklus dran gibt. Wenn da 3 steht, dann ist das einfach nicht zu. Genau, wenn das jetzt hier 3 wäre, dann wäre das zwar ein schöner zweischrittiger Binärcode, aber nicht zyklisch. So, genau. Jetzt wollen wir aber, wie gesagt, das Verfahren aus der Vorlesung nutzen, denn ihr sollt, also hier machen wir das mit 6 Codewörtern, ihr sollt 6 Codewörter unterbringen. In der Hausaufgabe sollt ihr 32 Codewörter unterbringen können. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch dazu gekommen ist, sich dieses rekursive Verfahren mal anzuschauen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir starten mit den Anfangscodewörtern. Das ist definiert als 0 und 1. Dann, wir sind jetzt im ersten Schritt. Das eine, was wir machen, eine führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Ich kürze das mal hier ab mit CW. Also führende 0 heißt, aus 0 und 1 werden dann quasi 00 und 01. Einfach eine 0 davor gesetzt. Das ist aber nur die eine Hälfte, deswegen habe ich ja 1a geschrieben. 1b wäre dann quasi eine führende 1. Aber da müssen wir auf eine Sache achten. Wir nehmen zwar auch alle vorhandenen Codewörter. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Wir hatten ja die Anfangscodewörter 0 und 1, die wir gerade erweitern. Das heißt umgekehrte Reihenfolge. Wir fangen von hinten an, von rechts. Das wäre die 1. Da tun wir eine 1 davor. Und das zweite Codewort war die 0, die wir hatten. Und da tun wir auch eine 1 davor. Und dann kleben wir das einmal quasi zusammen,
Wir haben erst den Teil 1a, also 00 und 01, und dann den Teil 1b, 11 und 10. Und wenn ihr euch das jetzt mal genau anguckt, dann seht ihr, dass von jedem Codewort zum nächsten wir eine Einschrittigkeit haben. 00, 01, 01, 11, das ist dann jetzt die erste Stelle hier, 11 zu 10 die zweite und 10 zu 00 ist wieder dann die erste. Also das ist auch so ein zyklisch einschrittig. Ein richtiges Verständnis würde man noch kriegen, wenn man jetzt noch eine Zahl hinzufügt. Ja, genau, so ein bisschen besser verstehen wollen wir vielleicht noch, brauchen wir noch eins mehr. Und wir sollen ja auch 6 Codewörter unterbringen. Wir haben gerade nur 4 generiert. Also ich glaube, wir brauchen auch noch mal irgendwie eine Zahl mehr. Die Rekursion bedeutet, wir machen das Gleiche noch mal wie eben. Also wir machen quasi den zweiten Schritt, Teil A, führende 0. Nichts überspringen an den Stellen hier. Sauber durchführen. Du kannst zwar nach jedem, du kannst immer nach einer Ausführung eines Rekursionsschrittes kannst du stoppen, aber du musst jeden Rekursionsschritt dann selber einmal sauber ausführen. Und du musst so lange gehen, bis du mindestens so viele Codewörter generiert hast, wie du brauchst. So, führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Das bezieht sich ja jetzt auf diese Zeile, die wir hier hatten. Möchte mir jemand dann einen Vorschlag geben, welche Codewörter ich jetzt hier hinschreiben muss? Welche haben wir dann generiert? Wenn wir eine führende 0 vor die jetzt in im ersten Runde vorhandenen Codewörter. Ja? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 und dann 0, 1, 0. Genau. Also wirklich ganz stupide 0 vor alle einfach einmal geschrieben. Dadurch haben wir jetzt sind die jetzt dreistellig. Also gut, dann der zweite Teil, 400 vor alle vorhandenen Codewörter. Jetzt müssen wir natürlich auch den zweiten Teil machen, also das mit umgekehrter Reihenfolge. Eine, Entschuldigung, da habe ich mich verschrieben, eine führende 1 natürlich vor alle in umgekehrter Reihenfolge. Da auch jemand, der das mal versuchen würde, was da rauskommt, wenn ich jetzt eine führende 1 vor die vorhandenen Codewörter aus der ersten Runde tue. In umgekehrter Reihenfolge, also von hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber müssen wir hier vielleicht 1010 klar anwenden? Nee, nicht ganz. Willst du einen Versuch wagen? Ja. 100 und dann 101, 110. Nee, stopp, gar nicht. 110 ist das erste, das ist richtig, genau. Wir fangen hier mit dem an, mit dem letzten Codewort und da setzen wir eine 1 davor. Genau. Ich habe es extra schon ausgeschrieben, aber man alles okay, muss man sich auch dran gewöhnen. Und das nächste wäre dann? Genau. Also wirklich einfach hier erst das genommen, eine 1 davor, das genommen, eine 1 davor, das genommen, eine 1 davor und das genommen, eine 1 davor. Kleistern wir das einmal zusammen. Aber 1b haben wir mit dem nur 0 und dem 1. Genau, weil das ist die Startdefinition. Man fängt an mit 0 und 1 für dieses Verfahren. Deswegen haben wir da mit 0, 1 und dann haben wir ja von hinten hatten wir dann eine 1 und dann eine 0 und da jeweils eine 1 davor. Deswegen bei 1b, wie du schon sagtest, man sieht noch nicht so viel, man sieht es eigentlich verständnismäßig mehr, wenn man noch einen Schritt mehr macht als nur einmal. Genau. Dann fügen wir das einmal zusammen und haben dann insgesamt 8 Codewörter, die alle einschrittig sein sollten. Können wir kurz gucken. Ne, 000 zu 001. Sieht das mal gut aus? Greifen wir uns mal hier hinten was raus. 110 zu 111. Letzte Stelle geändert, auch okay. Hier 010 zu 110, die erste geändert. Und gut, prüfen wir nochmal zyklisch. 100 zu 000, erste Stelle geändert.
wenn man das sauber haben will, natürlich muss man einmal eigentlich alle prüfen einzeln, aber ich habe jetzt nur mal einen Teil gemacht. Also, zyklisch einschrittig. Sieht erstmal gut aus. Jetzt haben wir 8 Codewörter. Wir sollen aber nur einen Code mit 6 haben. Was können wir da vielleicht machen? Ja? Also die erste und die letzte abschneiden. Die erste und die letzte Zahl, dann haben wir nämlich auch mit 001 und 101. Da haben wir die letzte 1, die 2 bleiben gleich und nur die vordere Position. Genau, wir können jetzt geschickt auswählen, welche Codewörter wir davon benutzen. Würde es ja auch funktionieren, wenn wir die inneren 4 aufschneiden würden. Dann würde das ja auch noch. Also wenn du die inneren 4 ausschneidest, dann fehlen, glaube ich, noch ein paar mehr. Dann schneidest du 2 zu viel weg gerade. Wir wollen ja nur 2 ja, lösen. Ja, aber dann, wenn wir 4 jetzt bräuchten, dann könnte man auch die inneren 4 nehmen. Richtig, wenn wir 4 bräuchten, dann könnte man die inneren 4 nehmen. Das System ist rein prinzipiell. Gute Beobachtung, komme ich gleich zu. Ich will einmal nur mal schauen, dass jeder den Schritt hier verstanden hat, erstmal mit dem, also dass das jetzt auch passt. Wir haben quasi geschaut, dass die, dass wir jetzt nur noch 6 Codewörter haben. Es wäre blöd, wenn wir die komplett durcheinander mischen, weil wir haben ja die eigentlich schon in einer schönen Reihenfolge, zyklisch einschrittig. Also haben wir in dem Fall das erste und letzte weggeschmissen. Und wenn wir uns dann eben anschauen, von 101 zu 001, da ist die erste Stelle sich geändert. Das heißt, ist auch tatsächlich dann zyklisch einschrittig wieder. Und die Beobachtung, die du eben hattest, war schon gut. Also man kann halt die aus der Mitte nehmen. Das funktioniert. Man kann auch aus der Mitte wegwerfen und nur die äußeren nehmen. Das ist die andere Variante. Das funktioniert auch. Das macht jetzt hier nicht so viel Unterschied, weil das relativ wenig Codewörter sind. Aber wenn man viele Codewörter nimmt, dann ist das halt auch eine Möglichkeit. Also entweder aus der Mitte rausnehmen und die Ränder wegschmeißen, aber gleichmäßig. Wichtig ist halt gleichmäßig, weil ne, müsste man gleichmäßig dann wegwerfen. Oder umgekehrt. Ja. Das letzte jetzt rausgeschmissen, aber gefährden wir dann nicht den Code, weil da ist ja noch eine 1 enthalten. Weil am Anfang ist ja 000, das wäre dann egal, wenn man das rausschmeißt, aber also jetzt nur als Verständnis. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, dass man einen zyklisch einschrittigen Code entwickelt. Andere Randbedingungen und Voraussetzungen, die man hat, dass man sagt, man will irgendwie bestimmte Sachen haben oder nicht haben, die sind da zu ignorieren, weil das sind keine. Das geht wirklich erstmal hier nur darum, zyklisch einschrittigen Code. Also wir keine Probleme zu den Wörtern, die ganz rechts links machen, dann ist das so in Ordnung, dass die einfach ganz rechts und ganz links löschen oder wegmachen. Aber wenn das, also wenn die jetzt 2 sind, zum Beispiel, was da drin ist, also nur mit einem Bit verschieden, dann müssen wir einfach die innere, den Metal wegnehmen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also wann löschen wir einfach die Wörter, die in der Mitte sind, oder wann die... Okay, also wann löscht man in der Mitte weg, oder wann löscht man von außen weg? Ist tatsächlich egal. Also das macht keinen Unterschied. Das macht, also wenn, zumindest wenn man keine anderen Rahmenbedingungen hat. Wenn man Rahmenbedingungen hat, dass einem gesagt wird, dass man dieses 000 aus irgendeinem Grund behalten möchte, dann ist natürlich sinnvoll, dass man aus der Mitte rauslöscht, weil man dann das Codewort 000 noch über hat, vielleicht als Marker für irgendwas Bestimmtes, aber für den grundsätzlichen Gedanken, einen zyklisch einschrittigen Binärcode zu entwickeln, ist das erstmal egal. Also das wären dann alles Zusatzbedingungen, die dann erst wichtig wären. Für eine Aufgabe wie diesem Typ ist es ganz egal, ob du in der Mitte rauslöscht oder von außen. Ja. In der Hausaufgabe steht dann ja noch die Frage in B, kann man den Code so erweitern, dass auch das Leerzeichen mit kodiert wird? Habt ihr da irgendwie einen Gedanken zu? Was wäre, wenn ich jetzt hier noch ein Leerzeichen mit einfügen will? Ich habe meine 6 Codewörter und jetzt sage ich ja, ich will jetzt auch noch mal irgendwie Leerzeichen mit dazu nehmen.
du nix so ein bisschen? Ja. Also, ja, ich habe genug Codewörter, aber was passiert denn dann? Was passiert denn mit dem Code? Wie viele Codewörter habe ich, wenn ich jetzt hier ein Zeichen hinzufüge? Also auf den 8. Code haben wir, glaube ich, dann bräuchten wir, glaube ich, 6 Bits, ne? Oder 7 Bits für ein Leerzeichen im 8. Code. Ignoriere mal den ASCII-Code an der Stelle. Das führt dich gerade in eine ganz, ganz andere Richtung. Die Frage mit dem Leerzeichen geht einfach darum, ich habe jetzt bisher 6 Codewörter gehabt, die ich hier mit Bitketten verbinde. Also vielleicht habe ich, keine Ahnung, A, B, C, D, E und F kodiert. Und jetzt will ich halt auch noch das Leerzeichen mit kodieren. Ja, ich glaube, dann würden unsere Bedingungen mit den zyklisch und einschrittlich wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil das Leerzeichen hat ja eine vordefinierte Aneinanderkettungsreihenfolge von 0 und 1 und die wird vielleicht nicht unbedingt zyklisch also und einschrittlich sein. Ja, also vorsichtig mit der vordefinierten Reihenfolge, aber zumindest hast du recht mit dem zyklisch einschrittig. Wenn ich jetzt ja hier gesagt habe, ich habe 6 Codewörter ausgewählt aus den 8, die ich generiert habe. Jetzt würde ich anfangen, hier 7 auszuwählen, weil ich brauche ja jetzt ein siebtes, weil ich jetzt nicht nur A bis F die Zeichen habe, sondern noch ein Leerzeichen. Wir wissen ja, untereinander sind die einschrittig. Wie ist denn jetzt gerade die Schrittigkeit vom letzten zum ersten Codewort? Bei dem, was ich markiert habe. Ich schmeiß die 000 weg und ich nehme die anderen 7 Codewörter nach dem Motto, ich nehme einfach eins mehr. Vielleicht nicht funktioniert, wenn wir nicht nur zwei rechnen, also nicht zwei abziehen, wenn wir nur ein abziehen, also eine ungerade Zahl da haben an Codewörtern, dass es dann vielleicht nicht mehr einschrittig darstellbar ist. Genau, also ich habe ja eine Einschrittigkeit, heißt, dass ich ja immer quasi ein Bit ändere. Und ich kann nicht irgendwie in einem Schritt ein Bit ändern und zurückändern. Wenn ich jetzt zwei Codewörter hinzufügen würde, würde es wieder funktionieren. Also wenn ich jetzt das Leerzeichen und, keine Ahnung, Semikolon dazufügen würde, dann bräuchte ich 8 Codewörter. Na gut, dann müsste ich nicht mal auswählen in unserem Beispiel, aber dann hätte ich das genau. Runtergerechnet das gleiche. 5 Codewörter habe ich auch ein Problem. Kriege ich dann auch nicht zyklisch einschrittig. Und 4 Codewörter würde zum Beispiel wieder gehen. Also selbst wenn ich sage, ich will 3 Bits haben, nicht irgendwie nach der ersten Runde aufhören. Na, dann könnte ich hier irgendwie die 4 Codewörter aus der Mitte rausnehmen, zum Beispiel. Dann habt ihr jetzt, glaube ich, schon 3/4 der Antwort auf 1b. Genau, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal weiter Richtung 7.2. Ich habe euch mal ein paar Wahrscheinlichkeiten mitgebracht. Also wir haben Symbole AI. Zur Erinnerung, das ist ein tiefgestelltes I, wie dieses dann mit Unterstrich. Also AI sind die Symbole A, B, C und D. Und P von AI ist die Wahrscheinlichkeit für genau dieses Symbol. Und A hat die Wahrscheinlichkeit 0,1, B die Wahrscheinlichkeit 0,6, C die Wahrscheinlichkeit 0,05 und D die Wahrscheinlichkeit 0,25. Und jetzt sollen wir die Entropie berechnen. Erinnert sich jemand oder weiß jemand grob, wie das in der Vorlesung gemacht wurde, eine Entropieberechnung? Da war eine Formel, genau. Da war eine Formel. Dann brauchen wir wohl eine Formel. Die ausgeschriebene Formel ist a ist gleich minus Summzeichen i und dann ki mal Logarithmus. Genau, also es gibt zwei Arten von Formel, die im Endeffekt das Gleiche dann wiedergeben. Das eine ist die Variante mit dem Minus und dann großes Summenzeichen. Und die zweite Formel, die ich persönlich einfacher zu merken finde, ist, dass ich
Also ich brauche natürlich die Summe von i gleich 1 bis n. Und dann habe ich p von ai, also die Wahrscheinlichkeit von jedem Symbol. Mal den LD, also Logarithmus Dualis, von 1 geteilt durch p von ai. Wie gesagt, diese andere Formel mit dem Minus und dem Summenzeichen ist äquivalent dazu, könnt ihr genauso gut benutzen. Das heißt, ihr habt die Wahrscheinlichkeit von einem Symbol mal Logarithmus Duales von 1 durch die Wahrscheinlichkeit von dem Symbol. Beweis, ähnliches, Herleitung machen wir jetzt hier nicht, weil das würde sonst dann irgendwie das Ganze sprengen. Logarithmus Duales. Wie schön, dass du fragst. Das ist eine super gute Frage. Genau, Logarithmen. Auch Logarithmen können eine Basis haben. Ein Logarithmus Duales ist dann zur Basis 2. Und ich hatte ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass es keinen Taschenrechner in der Klausur gibt. Also muss ja die Aufgabe so sein, dass entweder euch gesagt wird, wenn du so einen Wert hast und einen Logarithmus davon, dann kommt da ungefähr das raus. Oder es ist einfach genug, dass man es rechnen / abschätzen kann. Beispiel. Es kann ja sein, dass ich habe den Logarithmus Duales von 8 und ich will wissen, was da rauskommt. Ne? X ist dann das, was ich wissen will. Logarithmus Duales von 8. Genau, 3 ist richtig, aber warum ist 3 richtig? Weil Logarithmus Duales steckt nichts anderes hinter als die Frage 2. 2 ist, weil es Logarithmus Duales, also zur Basis 2 ist. 2 hoch wie viel? Also mein x ist 8. Das ist das, was hinter dem Logarithmus eigentlich steckt. Diese Frage. Meine Basis hoch wie viel ergibt das, was hinter dem Logarithmus steht? 2 hoch wie viel ist 8? Das würde dann natürlich dann eben heißen, hier, das wäre 3, weil 2 hoch 3 ist 8. Wenn ich jetzt nicht den Logarithmus Duales von 8 nehmen würde, sondern von 4, dann wäre das Ergebnis 2, weil 2 hoch 2 ist 4. Wenn ich den Logarithmus Duales von 6 nehmen würde, jetzt wird es schwierig, ne? Das ist jetzt nicht mehr so ganz genau eine Zweierpotenz, aber die Frage ist die gleiche. 2 hoch wie viel ergibt 6? So, und jetzt weiß ich, es ist nicht 2, es ist nicht 3, es ist irgendwo dazwischen. Sehr grob geschätzt ist es dann 2,5. Das stimmt jetzt nicht ganz, da ist eine sehr große Ungenauigkeit dabei, aber je größer die Zahl ist, desto eher kommt man dann auch in den Bereich, dass man es abschätzen kann. Und genau, also in der Regel ist es dann, entweder ist es so einfach genug oder ihr habt dann was angegeben oder man hat noch irgendwie eine Chance, das irgendwie grob zu schätzen. Das ist das, was dann hinter dem Logarithmus Duales steckt. So, genau, kommen wir also zurück zu unserer Entropie. Also außer es gibt jetzt noch Fragen über den Logarithmus. Ich hoffe, das ist damit ein bisschen verständlicher geworden. Und genau, Summenzeichen heißt, dass wir das machen mit jedem Symbol. Wir haben 4 Symbole. Und das heißt für jedes Symbol die Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus Duales von 1 durch die Wahrscheinlichkeit. Was würde ich dann jetzt also hier hinschreiben? Erstmal nur einsetzen. Und 0,1 ist eine Wahrscheinlichkeit für das Symbol A, ja. Was muss ich da noch schreiben? Also mal das Logarithmus von 1. Genau, also den zweiten Teil nicht vergessen. Mal Logarithmus Duales von 1 durch 0,1. Und damit habe ich dann das Symbol A abgehandelt. Und es ist ja jetzt ein Summenzeichen. Das heißt, wie bitte? Genau, jetzt machen wir das für B und C auch noch. Das heißt, ich mache erstmal ein Plus, weil das, was ich eben hier gerechnet habe, mache ich nochmal. Durch die Bindung ist das hier schon stark genug. Ich muss jetzt nicht noch eine Klammer drum setzen.
Gegebenenfalls müsst ihr ja bei Summenzeichen aufpassen mit Klammern. Dann habe ich jetzt b ist 0,6 mal Logarithmus duales von 1 durch 0,6 plus, dann kommt das c, 0,05 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,05. Ich die 0 vergessen. Plus d 0,25 mal Logarithmus duales von 1 durch 0,25. Und da ihr in der Hausaufgabe einen Taschenrechner nutzen könnt und ich das auch gemacht habe, damit wir hier jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, kommt da ca. 1,49 raus. So, und die Einheit, die wir haben, ist Bit. Das heißt H. H ist auch also mittlerer Informationsgehalt oder auch Entropie. Hängt ab von den Symbolwahrscheinlichkeiten, unabhängig von der Kodierung. Wir müssen nur die Symbolwahrscheinlichkeiten wissen. Und es geht so ein bisschen darum, wenn ich jetzt einen Text habe, also irgendwie einen kodierten Text, wann habe ich genug Unsicherheit beseitigt? Und mit jedem Zeichen, also mit jedem Bit, was ich kriege, kann ich entweder entscheiden, das ist dieses Zeichen, oder ich kann es nicht entscheiden. Das ist so das, was dahinter ist. Also es geht darum, die durchschnittliche Anzahl von Entscheidungen, die ich brauche, um ein Zeichen genau zu identifizieren in so einem längeren Code. Und das hängt halt von den Wahrscheinlichkeiten ab. Wenn wenn ich mehr Zeichen habe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auch vielleicht dann, also wenn ich mehr Symbole habe, werde ich vielleicht mehr Zeichen brauchen, längeren Code, dann brauche ich vielleicht, dann bin ich nicht bei 1 bis 2 Bit fertig, die ich irgendwie übertragen bekommen habe, um zu sagen, welches Zeichen ist das, sondern ich brauche vielleicht dann irgendwie 3 Bit, um das zu entscheiden, weil ich jetzt nicht irgendwie 4 Symbole habe, sondern, sag jetzt mal 10 oder so. In unserem Fall bräuchten wir 9 Symbole. Nee, in unserem Fall, also wir haben gerade vier Symbole und aufgrund von den Wahrscheinlichkeiten werden wir wahrscheinlich es gibt nicht halbe Bits, also das ist so eine grobe Berechnung, also so 1 bis 2 Bits, das heißt nach spätestens 2 Bits sollten wir auf jeden Fall auch entschieden haben können, was wir für ein Zeichen bekommen haben. Im Grunde nach jedem zweiten Zeichen werden wir auch wissen, was wir da für ein Zeichen haben. Also wir haben jetzt einen Text sozusagen, der aus 4 Buchstaben besteht. Und wir wollen sozusagen sagen, mit welcher Genauigkeit misst er, welche Buchstabe gerade der nächste Buchstabe ist. Es ist jetzt es sind 4 Symbole, die vorkommen in diesem Text. Das können 4 mehr sein. Der Text wird irgendwie sowas sein. Entschuldigung, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, irgendwie lange Bitkette, ne? Ich könnte das jetzt noch ganz viel weiterführen. Und dann ist halt die Sache, dass man sagt, okay, hier nach 1,5 Bits könnte ich halt entscheiden, weiß ich genug aufgrund von den Anzahlen von Codes, von Symbolen und dementsprechend Codewörtern, die ich dann brauchen werde wahrscheinlich, welches Zeichen ich habe. Gucken wir uns mal das zweite dazu an. Vielleicht wird es dann so ein bisschen eindeutiger. Es gibt ja nicht nur den mittleren Informationsgehalt, sondern auch die mittlere Codewortlänge. Die können wir aber jetzt noch gar nicht angeben, denn die mittlere Codewortlänge hängt, das sagt ja schon der Name, Codewortlänge. Also dafür müssen wir die Codewörter erstmal genau wissen. Und deswegen
Nehme ich den Teil einmal weg. Wir starten mit unseren Codewörtern und wir machen jetzt eine Fano-Codierung für unsere Symbole. Weiß nicht, ob da irgendwie jemand sich mal mit beschäftigt hat, wie das funktioniert. Dann gucken wir mal. Was man bei Fano-Codierung macht, als erstes müssen Symbole sortiert werden. Ich habe ja die Symbole mit den unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten hier oben und ich habe die, ja, das ist irgendwie eine vorhergegebene Reihenfolge, die es gab, aber die sind in keiner Weise sortiert. Ich sortiere jetzt nach den Wahrscheinlichkeiten. Und zwar muss ich dabei darauf achten, dass ich das sortiere nach absteigender Wahrscheinlichkeit. Das wären dann 0,6. Ja, absteigende Wahrscheinlichkeit heißt, ich fange mit der größten Wahrscheinlichkeit an. Das ist das B. Dann habe ich 0,25. Das ist das D. 0,1 ist A. Und 0,05 ist das C. So, dann gibt es noch so ein bisschen unterschiedliche Varianten, wie man das schreiben kann, was auch dann irgendwie akzeptiert wird. Ne? Man kann das irgendwie auch ganz hübsch machen, dass man sagt, okay, ich mache hier irgendwie eine Klammerschreibweise. Also falls ihr sowas mal seht, dann ich mache mal ein paar Leerzeichen rein, dann sehen wir auch wieder ein bisschen was, wo wir eigentlich sind. Das kann man eventuell sehen. Es kann auch sein, dass ihr dann irgendwo nur Dinge mit Trennzeichen dann seht. Genau, wir haben es aber erstmal sortiert, quasi in der Klammerschreibweise. So, wir haben die absteigenden Wahrscheinlichkeiten. Eine Idee, was ich jetzt machen kann mit den Symbolen? Ich habe schon so ein bisschen angespoilert, weil ich jetzt den Trennstrich nämlich gemacht habe. Das, was wir jetzt machen, ist, wir teilen das Ganze in zwei Gruppen. Also ich hab ja meine Reihenfolge gemacht. Wichtig ist, ich darf die Reihenfolge jetzt nicht mehr verändern. Also das ist einmal absteigende Reihenfolge, jetzt ist sie auch fix. Jetzt darf sie dann nicht mehr geändert werden bei der Codierung nach Fano. Und ich teile das Ganze in zwei Gruppen mit möglichst gleich großer Wahrscheinlichkeit. Heißt, ich nehme, ja, ich guck mir an, wo trenne ich. Ich darf genau einen Trennstrich setzen zwischen den Symbolen in meiner Reihenfolge und es soll dann links und rechts vom Trennstrich möglichst gleich große Wahrscheinlichkeit sein. Habt ihr einen Vorschlag, wo ich den Trennstrich am besten setzen kann? Wo ist es am ausgewogensten? Ist nicht perfekt in der Waage, aber wo ist am ausgewogensten? Ja? Genau, zwischen B und D. Denn wenn ich jetzt hier das Ganze trenne, dann habe ich auf der linken Seite eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,6. Ja, das ist jetzt nur ein Symbol, hätten aber theoretisch auch mehrere sein können. Also das ist jetzt Zufall durch die Wahrscheinlichkeiten, dass es nur eins ist. Und auf der rechten Seite, wenn ich das zusammenzähle, 0,25, 0,1, 0,05, komme ich auf eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,4. Das heißt, links 0,6, rechts 0,4. Das klingt schon mal ganz gut. Ich kann ja gucken, was wäre, wenn ich es eine weiter nach rechts schieben würde. Wenn ich hier zwischen D und A trennen würde, dann hätte ich links 0,85 und rechts 0,15. Das ist deutlich ungleicher. Also genau richtig auf der Stelle. Genau, dann weise ich dem Ganzen jeweils dann schon was für die Codierung der Codewörter zu. Fange auf der einen Seite an mit 0 und auf der anderen mit 1.
Also das ist quasi dann auch fürs B, weiß ich jetzt, habe ich hier die 0. Da ist nur noch ein Element, da wird auch nichts mehr weiter passieren. Auf der rechten Seite weiß ich nur, ich habe als erstes eine 1 und dann geht es irgendwie weiter, weil da muss ich noch auftrennen. Da ist mehr als ein Element in dieser Gruppe. Und das ist das, was ich dann nämlich weitermache. Ich teile das Ganze solange ich nicht alles in Einzelelementen habe. Nach dem gleichen Prinzip. Also wie ich am Anfang sagte, die Reihenfolge darf jetzt nicht mehr verändert werden nach der ersten Sortierung. Ich nehme das, was ich habe. Nehmen wir mal die drei Zeilen. So, linke Seite war ja hier schon fertig, da ist nichts mehr. Rechte Seite habe ich 0,25, 0,1 und 0,05. Da ist dann das Sinnvollste, zwischen D und A zu teilen, weil dann habe ich links 0,25 und rechts habe ich 0,15. Die anderen Alternativen wären halt deutlich ungleichmäßiger. Und wenn ich das gemacht habe, die Trennung, dann muss ich hier natürlich auch wieder Symbole zuweisen. Hier links beim D, da wusste ich, es fängt mit 1 an. Und die linke Seite weise ich dann wieder eine 0 zu. Da ist nur noch ein Element, da wird auch nichts mehr hinterkommen. Das heißt, die Codierung für D ist dann 1, 0. Und auf der rechten Seite war eine führende 1. Jetzt nehme ich dann, habe ich dann jetzt quasi dann die 1, weil es die rechte Seite wieder ist. Und ich habe aber noch mehr als ein Element. Also wird da noch irgendwas dazukommen. Noch nicht fertig. Nochmal erklären, warum wir also 0,25 ausgewählt haben hier und warum 0,101. Okay, warum haben wir die Trennung genau hier gemacht? Wir haben. Weil das Große da ist, oder? Genau, wir gucken immer quasi nur in den jeweiligen Teil der Gruppen. Also wir haben ja hier, hatten wir eine Gruppe. Interessant, oder nicht? So, ja, kann man vielleicht nur so ganz leicht erkennen. Also nach der ersten Trennung, die wir gemacht haben hier, 0,6 und 0,4, hatten wir im Endeffekt zwei Seiten über. Und die blaue Seite wird für sich einzeln behandelt und die rote Seite wird für sich einzeln behandelt. Und mit der roten Seite haben wir dann auch wieder nur geguckt, wo können wir einen Trennstrich machen bei der roten Seite, dass es möglichst gleichmäßig ist. Und wenn ich hier hinten zwischen A und C getrennt hätte, auf der roten Seite, dann hätte ich ja 0,35 und 0,05 gehabt. Links und rechts. Das wäre deutlich ungleicher gewesen als 0,25 und 0,15 in Gesamtwahrscheinlichkeiten der Seiten. Ja. Und ich muss wirklich so weit runter das teilen, bis ich dann am Ende alles in Einzelelementen habe. So, jetzt war da, glaube ich, noch eine Frage. Immer wenn ich getrennt habe, in der Gruppe, habe ich quasi eine, ja, an sich eine folgende 0 oder eine folgende 1 vergeben. Wichtig ist immer auf der gleichen Seite das gleichmäßig zu machen. Ob man jetzt immer links die 0 oder links die 1 macht, habe ich auch unterschiedlichste Sachen gesehen. So, aber wichtig ist, dass man immer das auf der gleichen Seite. Es ist quasi in dem Fall nicht eine führende 1 oder 0, sondern es ist dann quasi eine folgende 1 oder 0. Und jetzt war es halt hier oben schon so, dass die linke Seite einfach schon fertig war. Deswegen habe ich dann nur die 0 geschrieben und nicht noch irgendwas anderes. Und die rechte Seite habe ich eine 1, weiß ich als erstes, aber ich weiß noch nicht, was danach kommt. Weil dafür muss ich erst noch weiter teilen, damit ich es den einzelnen Symbolen geben kann. Und dann habe ich hier geteilt und habe hier quasi auch dann eine folgende 0 und eine folgende 1 rangesetzt. D ist fertig. Die Gruppe, hier die linke Gruppe, ist halt alleine. Und rechts sind wir noch nicht fertig. Das heißt, ich muss jetzt die rechte Seite nochmal trennen.
trenne zwischen A und C und dann habe ich einmal für A, dann 1, 1, das war ja das, was ich wusste, dann kommt die 0 und bei C kommt dann die 1 für die rechte Seite. Jetzt habe ich nur noch einzelne Elemente. Und das ist dann die Codierung für das jeweilige Symbol, was ich habe. Ich weiß nicht, in den Vorlesungsfolien könnt ihr eventuell, kann es auch sein, dass ihr das ein bisschen anders dann seht, dass dann da sowas ist wie, ihr habt die Symbole A, B, C und so weiter untereinander. Dann habt ihr hier irgendwelche Wahrscheinlichkeiten für die Symbole 0,3, 0,2, wie auch immer, 0,1. Und dann wird die Aufteilung, also beziehungsweise wenn es dann sortiert wurde in den Folien, und dann ist die Aufteilung so, dass der Strich nicht wie bei mir jetzt, was ist das, von oben nach unten geht, sondern genau, also nicht waagerecht, sondern horizontal ist. Und bei den Wahrscheinlichkeiten dann, ups, dass ihr dann da vielleicht sowas seht, dass dann so ein Feld mit Aufteilung und dann hat man hier eine 0 und eine 1. Und oben wäre dann hier quasi schon fertig in der Aufteilung und dann muss aber noch das untere weiter aufgeteilt werden. So, ich habe das oben zu weit gezogen. Ist dann, der ist zu weit. So. Genau, dann wäre hier quasi die erste Aufteilung 0 und 1. Und dann würde weitergeschaut werden, oben muss nicht mehr geteilt werden, unten muss noch geteilt werden, 0 und 1. Es ist das gleiche Prinzip, nur halt anders aufgeschrieben. Das ist das, was eventuell auch in der, ich weiß nicht, ob es in den Vorlesungsfolien, die ist ja da so auch drin ist. Genau. Also die letzte 1 musste welche oder also unter 0,1, 1 oder 0,1? Die 1 gehört hier zu der 0,1. Mhm. Ist jetzt nicht so hübsch aufgeschrieben, weil geht mit Maus nicht so ganz einfach. Mir geht es nur darum, das ist eine andere Schreibweise für genau das gleiche Prinzip, dass man da dann auch entsprechend stückweise teilt und wenn man jetzt noch mehr Elemente hätte, müsste man hier auch weiter dann das Ganze teilen und hat dann plötzlich ganz viele lustige kleine Kästchen. Ist aber das gleiche Prinzip. Also es ist wirklich immer ein, ihr habt sortiert absteigende Wahrscheinlichkeit, ihr teilt das in Gruppen mit gleich großer Wahrscheinlichkeit, so lange bis es nur noch Einzelelemente gibt. Müsst mit dem Zuweisen darauf achten, dass ihr immer quasi eine 0 oder eine 1 für die jeweilige Seite dann dranhängt. Und dann kann man am Ende dann einmal die Codierung ablesen. Also wenn wir jetzt hier unser Beispiel anschauen, was wäre denn hier meine Codierung? Wer traut sich mir mal ein Codewort für A, B, C oder D zu sagen? A ist 110 oder 110, genau. Also ich lese jetzt wirklich dann nur noch das ab, was ich ja dann zugeordnet habe. Das heißt, B ist 0, C ist 111 und D ist 10. So, und wir sehen hier, wir hatten ja eben gerade auch das mit ein bisschen mit der Entropie. Wir haben ein Zeichen, ein Symbol, was tatsächlich dann nur ein Bit braucht. Und dadurch, dass das aber eine so hohe Wahrscheinlichkeit hat, ne, B mit 0,6 und die Wahrscheinlichkeit geht in die Entropie rein, reicht in vielen Fällen uns diese 0 als Info. Okay, ich weiß schon, dass das ein B ist. Und in ganz vielen weiteren Fällen reichen mir zwei Zeichen, um zu wissen, dass es ein D ist. Das hat übrigens mit einer speziellen Bedingung zu tun, dass ich das so schnell dann auch unterscheiden kann. Habt ihr von der Fano-Bedingung gehört in der Vorlesung? Ja. Also die Fano-Bedingung. Es geht darum, dass kein Codewort
Anfang eines anderen Codewortes ist. Das heißt, ich kann hier jetzt einen ich kann jetzt hier irgendwie einen Binärtext haben. Ne, steht irgendwo auf meiner Seite, irgendwo im Computer drin. Und ich will jetzt dekodieren, welche Symbole dahinter sind. Und dann fange ich an. Und ich weiß hier 0, dann ist für mich eindeutig gegeben, welches Symbol das ist. Es kann nicht irgendwie zweideutig sein. Weil 0 und ist dann halt nur das B. Und die 110, so, da kann ich hier halt gucken, 1 ist, ja, kann alle die anderen drei sein, 11, das kann noch A und C sein. Aber es ist auch, also ich muss auch noch weiter gucken, ich brauche eine dritte Stelle. Ganz gefährlich und nicht erfüllt wäre, wenn ich E gleich 11 hätte. Weil jetzt hätte ich quasi eine Mehrdeutigkeit und ich würde hier nicht wissen, ist es 11 und dann eine 0 oder ist es 110? Habe ich jetzt zum Glück nicht. Ja? Dann wären die Fano-Bedingungen verletzt. Ja, und eine Codierung nach Fano, wenn man dieses Verfahren anwendet, sorgt halt dafür, dass diese Bedingung auf jeden Fall erfüllt ist. Wer denkt sich das aus? Ja, kluge Leute, das muss man sagen. Das ist. So, jetzt haben wir die Sachen, jetzt haben wir eine Fano-Codierung gemacht. Also Fano-Codierung in dem Fall ist einfach das A 110. Das ist die Codierung. Also unsere jetzt aufschreiben, A gleich 110, B gleich 0, C gleich 111, D gleich 10. Das ist das Ergebnis, was rauskommt, wenn wir eine Codierung nach Fano machen, auf unseren Symbolen und Wahrscheinlichkeiten nach dem Verfahren. Genau, da wären wir fertig. Das wäre dann quasi der Teil, eine Fano-Codierung anzugeben. Aufgabe 7.2b. Genau, 7.2b. So, und dann kommt dann nämlich die Frage, welche mittlere Codewortlänge H0 ergibt sich? Und die mittlere Codewortlänge, dann gibt es auch wieder eine Formel. Die ist fast so wie die eine, die wir eben hatten. Aber auch nur fast. Denn die mittlere Codewortlänge, die braucht halt auch die Länge des Codewortes. Ja, ergibt es vom Namen her irgendwie schon sinnvoll. Das heißt, das muss da irgendwie auch mit rein. Ich mache uns mal ein bisschen Platz. Für die mittlere Codewortlänge, übrigens mit dem Symbol H0 angegeben, da bilden wir auch wieder eine Summe von i gleich 1 bis n. Wird am Ende einfach nur heißen, wir gehen einfach mal über alle Symbole rüber. Die Wahrscheinlichkeit jedes Symbols, das ist das gleiche wie eben. Aber dann die Unterschiede, wir haben ein L von ai. Und das heißt, das L steht für die Länge. Also die Codewortlänge. Das heißt, für ein Codewort nehmen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, mal der Länge des Codewortes dazu. Und dann ergibt es gibt natürlich auch Sinn, ein Codewort, was sehr häufig auftritt und eine kurze Länge hat, dann wird dann eher ein kleinerer Wert rauskommen. Und wenn wir es schlecht zugeordnet hätten und ein langes Codewort hätten für ein Symbol, was sehr häufig auftaucht, dann würden wir einen sehr großen Wert rauskriegen. Und das will man eigentlich nicht. Ja. So, gleiche Prinzip wie eben. Wir würden das einmal ausfüllen. Wir müssen jetzt aber hier eben die Längen mit betrachten. Wir haben, fangen wir mal an mit 0,05. Das war das C. Das heißt 0,05 mal 3, weil ich 3-Bit-Codelänge habe. Dann habe ich meine 0,1. Das war das A. Habe ich auch 3-Bit-Codelänge. Dann habe ich 0,25. Das war das. D müsste das sein, genau, mal 2. Genau, danke. Ich habe geguckt hier. Also 0,25 war das D.
Könnte jetzt auch hier wieder einblenden, aber das sieht dann irgendwie so ein bisschen hässlich aus. Also 0,25 mal 2 und dann fehlt noch die 0,6 mal 1 für das B. Das Ganze rechnet man zusammen und man kommt dann auf 1,55 Bit. Das ist quasi ja, mittlere Codewortlänge, also irgendwie so ein Mittelwert, abhängig von eben den Wahrscheinlichkeiten und der Codewortlänge nach der Fano-Codierung. Und jetzt kann es ja sein, dass man Code, also dass die Codewörter einfach länger sind, als man es eigentlich bräuchte. Und dieser Unterschied zwischen dem, was man eigentlich bräuchte und dem, was wir haben in diesen Längengeschichten, also im Endeffekt Sachen, die uns keine Zusatzinformationen zur Entscheidung geben, Sachen, die redundant sind, das ist eben die Redundanz. Das wird ausgerechnet durch die relativ einfache Berechnung R steht für Redundanz, ist gleich H0 minus H. Also mittlere Codewortlänge minus Entropie. Und das wären in unserem Beispiel 1,55 Bit minus 1,49 Bit und wir kommen auf einen Wert von 0,06 Bit. Also extrem wenig Redundanz. Liegt zum einen daran, dass wir auch sehr kurze Codewörter haben und auch von den Wahrscheinlichkeiten her. Also 0,06 Bit ist schon ein extrem guter Wert. Meistens hat man dann doch irgendwie eine etwas höhere Redundanz, insbesondere wenn es mehr Codewörter ist, längere Codewörter, dann lässt sich das irgendwann kaum vermeiden, eine höhere Redundanz zu kriegen. Aber Ziel ist quasi, diese Redundanz natürlich zu verkleinern, um nicht unnötig Daten durch die Gegend zu schicken. Genau. Das ist das, was wir für 7.2 haben. Es gibt noch eine andere Codierung, die auch die Fano-Bedingung am Ende erfüllt, wenn man das nutzt, das Verfahren. Und das ist eine Codierung nach Huffman. Ich mache das mal ein bisschen anders, als was in 7.3 da steht. Wir schauen uns das erstmal mit einem Binärbaum an, damit wir überhaupt erstmal verstehen oder damit ihr den Unterschied eigentlich dann erstmal dann habt zu einem zu dieser Codierung nach Fano. Kann ich die Seite wegblenden? Okay, gut. Dann nehmen wir das hier. Sekunde. So, das war ja der ganze Kram, den wir eben hatten. Wir nehmen aber mal die gleichen Symbole als Beispiel. Das macht es am einfachsten. Codierung nach Huffman. Dafür wollen wir einen sogenannten Huffman-Baum aufbauen. Und wen wundert's, wir sortieren am Anfang wieder. Allerdings in dem Fall aufsteigende Wahrscheinlichkeit. Das ist etwas, wo ich euch auch bitten würde, dass ihr euch das müsst ihr einfach einmal lernen, was wie rum ist, dass ihr das nicht durcheinander bringt. Also bei Huffman die aufsteigende Wahrscheinlichkeit und bei Fano die absteigende Wahrscheinlichkeit. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr ein anderes Ergebnis draus. So, wir sortieren nach aufsteigender Wahrscheinlichkeit. Das heißt, unsere Symbole, da haben wir dann C mit 0,05. Wir haben A mit 0,1. Wir haben D mit 0,25 und wir haben unser B mit 0,6. Und dann geht es ein bisschen anders weiter als eben. Eben haben wir ja diese Gruppen gleicher Wahrscheinlichkeit gebildet. Jetzt sind wir bei Huffman. Jetzt wollen wir Sachen zusammenfügen.
Und was wir jetzt tun, ist, dass wir immer die beiden Elemente mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit in den Knoten zusammenfügen. Wie gesagt, zur Erinnerung, wir machen jetzt ganz normal erstmal einen Standard-Binär-Huffman-Baum. Das heißt, binär 2. Zwei Elemente, die wir zusammenfügen. Wir addieren unsere Wahrscheinlichkeiten 0,05 und 0,1 macht 0,15. Ziehen wir nochmal eine sicherheitshalber eine neue Ebene zwischen. So, also 0,15. Da bilde ich einen neuen Knoten. Und an diesem Knoten hängt einmal mein C als Blatt mit 0,05. Und auf der anderen Seite A mit 0,1. Damit das noch ein bisschen leserlich bleibt, werde ich gleich die Wahrscheinlichkeiten an den Blättern weglassen. Aber vom Grundsatz her solltet ihr das bitte mit dranschreiben. Und der linken Seite, dem linken Ast, weise ich dann die 0 zu und dem rechten die 1. Das ist mein Knoten. Einfach nur die beiden Symbole mit der geringsten Wahrscheinlichkeit zusammengefasst in so einen kleinen Mini-Baum, wenn man es so will. Und diesen Knoten, den sortiere ich ein in die restlichen Symbole. Das heißt, jetzt sortiere ich tatsächlich einmal neu. Wäre jetzt doof, wenn ich jetzt noch irgendein Symbol hätte, was jetzt, keine Ahnung, Wahrscheinlichkeit 0,12 hätte. Dann müsste ich jetzt ein bisschen quetschen. Ich habe zum Glück keins. Ich hatte vorher ein bisschen geguckt. Wenn ich jetzt aber ein Symbol, wie gesagt, 0,13 hätte mit einer Wahrscheinlichkeit, dann würde das hier an der Stelle dann einsortiert. Habe ich nicht. Das nächste, was ich habe, was noch nicht irgendwie drin ist, ne, also die sind ja quasi weg, ist D mit 0,25. Das heißt, ich schreibe das auch einmal so auf und mein B mit 0,6. Die anderen Symbole muss man meistens nicht umsortieren, nee, also muss man ja dann auch nicht umsortieren, sondern man sortiert den Knoten irgendwie ein in das, was noch da ist. Und das wiederhole ich, auch das wieder, mehrere Schritte. Ich nehme wieder meine Symbole mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Das ist in dem Fall der Knoten, ne, weil das da unten hängt ja nur dran. Ich nehme jetzt den Knoten plus das nächste ist dann das D. Muss das einmal zusammenrechnen. Das heißt, ich komme auf 0,40 als neuen Knoten. 0,40, ja. 0,4 als neuen Knoten. Dem hängt dann auf der einen Seite 0,15 als Knoten mit da dran C und A. Und auf der rechten Seite hängt dann einfach das D da dran. Und damit habe ich die zusammengefasst und jetzt muss ich es wieder einsortieren in die restlichen übrig gebliebenen Wahrscheinlichkeiten. Das ist jetzt nur noch das B. Das heißt, ich habe jetzt eine Reihenfolge von 0,4 als Knoten mit ganz viel Zeug dran und daneben B mit 0,6, weil das immer irgendwie noch kleiner ist. Genau, also das ist jetzt Zufall durch die Wahrscheinlichkeiten, dass ich jetzt den Knoten mit einem Symbol wieder kombiniert habe. Es hätte jetzt ja auch sein können, dass ich zwei Symbole links davon gehabt hätte, die kleiner sind als der Knoten, den ich als erstes zusammengeführt habe. Dann hätte ich natürlich die Symbole erstmal zusammengeführt. Also immer das, was die beiden kleinsten Wahrscheinlichkeiten hat. Also wenn ich hier quasi so zwei Einzelsymbole gehabt hätte, die kleiner sind, dann wären die als nächstes dran gewesen. 0,13 und 0,14. Irgendwie sowas, wenn das die gewesen wären. Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss auch hier nochmal das zu Ende machen. 0,4 mein Knoten und 0,6. Das sind jetzt die beiden mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Also sind auch die einzigen beiden, die übrig sind. Das heißt, mein Huffman-Baum, das nächste ist, was ich dann machen würde. Ich habe einen Knoten mit der Wahrscheinlichkeit 1. Auf der einen Seite 0,4 dran, den ganzen Kram, auf der anderen Seite das B dran als Blatt.
genau, die Äste alle dann entsprechend einmal auch mit 0 und 1 beschriften. Ja, jetzt habe ich keine Symbole mehr, die ich in den Baum einfügen muss. Dann bin ich fertig. Damit habe ich einen Huffman-Baum aufgebaut. Und auch hier kann ich dann jetzt für meine Symbole eine Codierung ablesen. Also wenn ich A, B, C und D als Symbole habe, die ich untergebracht habe, dann, ich fange mal mit dem Einfachsten an, da ich schaue die Äste lang. Das Einfachste ist das B. Also, was ist meine Codierung für B, mein Codewort? Ist einfach 1, genau. Und A? Achtung, welche Äste muss ich lang? Ja? 001, genau. Ich gehe erst den linken Ast, den rechten Ast. Das heißt, A ist 001. C ist 000, alles den linken Ast lang. Und D ist 01, einmal den linken, einmal den rechten Ast lang. Ihr seht, fast so ein bisschen ähnlich, wie wir es eben auch hatten, nur andere Codewörter. Also es ist relativ ähnlich, aber halt ein bisschen anders. Es muss auch nicht genau gleich sein, also dass wir jetzt beide Male jeweils ein Codewort mit 1 hatten, mit 2 und dann 2 mit 3. Es kann sein, dass es leichte Unterschiede gibt. Aber gleich geworden hätten wir die führenden 0 miteinander spielen, oder? Weil wir haben ja mit der führenden 1 Es gibt noch andere Möglichkeiten, warum es unterschiedlich enden kann. Komme ich gleich auch noch mal kurz zu. Wichtig ist erstmal, das ist jetzt eine Codierung nach Huffman. Auch die erfüllt die Fano-Bedingung, wenn ihr euch das anguckt. Ne, zum Beispiel, wir haben hier B mit 1. Es gibt kein anderes Codewort, was mit einer 1 anfängt. Also heißt zwar nicht Fano die Codierung, sondern Huffman erfüllt aber die gleiche Bedingung. Das heißt, ihr kennt jetzt zwei Codierungen, die beide die Fano-Bedingung erfüllen, wenn man danach eine macht. Was hier noch wichtig ist, es kann sein, dass ihr bei sowas zufälligerweise auch mal die gleichen Wahrscheinlichkeiten nebeneinander habt. Also wenn mein D nicht 0,25, sondern auch 0,15 gewesen wäre, dann ist das ja die gleiche Wahrscheinlichkeit. In dem Fall ist es euch überlassen, ob ihr den Knoten links oder rechts davon einfügt. Wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich ist, die Reihenfolge, wo ihr es dann einfügt, ist eure Entscheidung. Das kann dann halt eben Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben. Das Ergebnis ist trotzdem richtig. Ja. Das ist dann auch in Ordnung. Nur dann halt nicht wundern, wenn dann, keine Ahnung, ihr das mit irgendjemand anderem besprecht und der hat das genau anders zusammengefügt. Ja. Kann sein vielleicht, dass die Summe größer als das da rechts steht, also zum Beispiel statt 0,4, dann 0,6, 0,8 oder so. Natürlich, die Summe, die bei einem Zusammenfügen von Knoten kann auch größer sein, als was ich habe. Also wenn ich jetzt warte mal, also wenn ich jetzt irgendwie einen Knoten hätte, der 0,3 groß gewesen wäre, ne, das Ding, und ich hätte das jetzt einordnen sollen mit meinem D und meinem B, dann hätte ich in dem Fall das D links davon geordnet, weil 0,25. Und dann das B rechts davon, weil 0,6. Also wirklich einfach nach der Wahrscheinlichkeit nur gehen und die Wahrscheinlichkeiten sortieren. Also wir müssen dann jedes Mal nochmal sortieren, wenn wir... Ihr fügt einen Knoten ein. Also, nein, nicht einen Knoten. Ihr baut einen neuen Knoten zusammen und den sortiert ihr ein in den Rest. So lange, bis es alles in einem Baum ist. Ja, das führt dazu, dass man bei größeren Mengen an Wahrscheinlichkeiten irgendwann sehr viele Bäume, weil man dann in der Regel steht irgendwo auch, geben Sie jeden Zwischenschritt an. Also da muss man alle Bäume einmal zeichnen. Hassaufgabe in der Klausur, weil es sehr lange dauert. Ich sag's halt nur, ich bin da ehrlich mit euch. Genau, aber das ist eben der Huffman-Baum. Jetzt ist es so, dass in der Hausaufgabe ihr nicht einfach einen Binärbaum machen sollt, sondern das ist hier, es heißt hier Radix R-Huffman-Kodierung.
Es gibt einen optimalen Code mit Codewörtern variabler Länge auf dem Alphabet der Symbole 0, 1, R minus 1. Okay. Was ist damit gemeint? Die Symbole, die wir hier haben, also das, was dann als Symbole dann das Äquivalent ist, wir haben hier 0 und 1. Das ist das, was ich nachher in der Codierung ja im Code habe. Binärbaum 0 und 1. Wenn ihr eine Radix was wäre das dann, eine Radix 3 Codierung habt, dann haben wir R gleich 3, das heißt, wir gehen bis R minus 1 bei den Symbolen. 0, 1, R minus 1, also 3 minus 1 wäre 2. Das heißt, es geht dann bis 2. Das bezieht sich darauf, dass wir, das mal hier unten in der Ecke, dass ihr dann so Knoten habt, die haben dann halt nicht nur 0 und 1, also zwei Elemente da dranhängen, sondern auch noch zwei, also einen dritten. Das ist das, was damit gemeint ist. Ja? Ja. Wenn ihr Radix 4 steht, dann R minus 1. 3. R minus 1. 4 minus 3 ist 1. Also, dann hättet ihr quasi 3, nicht 3, 3, 3 Pfeile. Ihr würdet bis 3 gehen. So rum. Also eure Symbole, ihr habt 4 Symbole, Radix 4, also die Radix-Nummer sagt euch an, wie viele Kanten ihr an einem Knoten habt. Aber die Symbole fangen bei 0 an zu zählen, deswegen geht das immer nur bis ein weniger. Vielleicht ist das sogar etwas verständlicher da. Ne? Das heißt, wir haben Binärbaum ist eine Radix 2-Kodierung. In gewisser Weise. Weil wir zählen halt, wir haben zwei Kanten und wir zählen nur bis 1. So, und Binärbäume, da ist alles relativ einfach. Jetzt ist in der Hausaufgabe, wird dann auch beschrieben, dass es ja sein kann, dass, wenn man dann so viel zusammenfasst, dass am Ende, dass man nicht irgendwie komplett ausgelastete Knoten irgendwie hat. Also es kann sein, dass ich so wie hier jetzt in dem Beispiel, ich habe hier von mit drei Kanten was da dran, dass ich aber auch Knoten gebildet habe, die haben nur zwei Kanten und bin trotzdem in der Radix 3-Kodierung. Und es geht jetzt darum, dass es okay ist, wenn dieser Knoten, der nicht ausgelastet ist, ne? Also hier fehlt ja quasi was. Könnte auch sein, dass nur noch ein Knoten da dran ist. Einfach aufgrund der Gesamtsymbole, die ich unterbringen will. Also Symbole. Jetzt ist Symbole schon wieder doof. Elemente, in der Hausaufgabe wird von Elementen gesprochen. Elemente ist das hier. A, B, C, D. Symbole lese ich aber auch gerade. Ja. Wie gesagt, das, was die Kantenbeschriftung ist, das ist das, was in der Hausaufgabe mit Symbolen bezeichnet ist. Und das, was wir hier eben hatten, A, B, C, D, sowas, das ist das, was dann als Elemente da bezeichnet wird. So. Und jetzt kann es halt sein, dass es eben nicht schön aufkommt. Also wenn ich jetzt tatsächlich hier, ich habe ja A, B, C, D, nehmen wir das einfach mal. Wenn ich das versuchen wollen würde, in den Baum zu packen und ich füge, weil ich ja drei habe, dann mache ich mir erst so einen schönen Knoten mit drei Kanten. Hab da drei Elemente irgendwie dran. Ja, keine Ahnung, A, B, C, nee, warte. Ich habe ja vorher sortiert, ne? Erst sortieren. Ich hätte C, A und D da dran hängen. Die kleinsten Wahrscheinlichkeiten. Und dann habe ich hier irgendwie, nicht den hier, dann gerade mal weg. Dann habe ich hier irgendwie noch das B über. Weil ich habe nicht mehr genug Symbole, um irgendwas zu machen. Und um diese Situation geht es halt, wie damit dann umgegangen wird. Und dieses B, dieser nicht ausgelastete Knoten, der nicht komplett belegt ist,
der darf halt nicht der Wurzelknoten sein. Wurzelknoten in einem Huffman-Baum ist das hier. Das, was dann ganz oben am Ende ist. Da darf er nicht landen. Und deswegen sollt ihr quasi rausfinden, wie viele Elemente ich beim ersten Knoten zusammenfüge. Wenn wir wieder auf den Binärbaum gucken, den ersten Knoten, den wir gemacht haben, ist der hier, die 0,15. Und der ist ja auch ganz unten gelandet. Das hat so ein bisschen was mit den Sortierungen. Also der landet eher unten. Der auf keinen Fall in der Wurzel. Und jetzt müsst ihr halt rausfinden, wie ist es eigentlich so, wie viel Elemente muss ich denn zusammen gruppieren in dem ersten Knoten bei einer Radix-Kodierung, also bei einer Radix-R-Huffman-Kodierung, damit ich sicher bin, dass ich da nicht am Ende irgendwas über habe, was dann eventuell in der Wurzel landet. Das heißt, wenn ich jetzt hier vier Elemente, also ne, jetzt bin ich wieder hier rechts, meine Radix-3-Kodierung. Wenn ich vier Elemente habe, dann sieht man irgendwie, damit die anderen Knoten ausgelastet sind, muss ich anscheinend irgendwie so ein bisschen gucken. Eine gewisse Anzahl Elemente hier in den ersten Knoten. Wenn ich jetzt fünf Elemente hätte, dann würde ich, keine Ahnung, mache ich jetzt ein E. Dann würde ich vielleicht irgendwie was anderes haben wollen. Also man muss noch so ein bisschen schauen. Das ist das, ihr müsst euch einmal das angucken. Also, okay, das ist natürlich jetzt so ein dämliches Beispiel. Das würde dann im Zusammenbau, würde es ja anders aussehen. Wenn ich das zusammenbauen würde, jetzt habe ich zu viel gelöscht. Wenn ich das zusammenbauen würde, dann würde ich ja auf sowas kommen. Dann hätte ich hier irgendwie mein, was war das, mein B, C, A und D. Das wäre zum Beispiel okay vom Baum her. Ne, sowas wäre ein gültiger Radix-3-Baum. Auch wenn hier quasi was offen ist, aber hier unten ist es okay, dass es offen ist. Genau. Was ich so ein bisschen als Tipp damit geben kann, ist wirklich, schaut euch das sonst einfach mal mit ein paar einfachen, also spielt das einfach mal mit einer kleinen Anzahl Elementen durch und schaut euch dann an, was macht das für Unterschiede. Ihr werdet wahrscheinlich eine Fallunterscheidung machen müssen, abhängig davon, wie viele Elemente ihr habt, beziehungsweise was ihr damit macht, dass dann unterschiedlich viele davon dann gruppiert werden. Genau, und dann sollt ihr nämlich in B das Ganze nochmal dann einen Baum bauen. Also bitte darauf achten, ne, dass ihr in B dann auch mit, dass ihr einen Radix-R-Baum baut und nicht nur einen Binärbaum. Genau. Ja, für A vielleicht sonst als Idee überlegt ist. Ihr wollt ja, was ihr eigentlich haben wollt, ist, ihr wollt ganz viele Knoten haben, die alle voll, schön voll sind, schön komplett sind. Und die sind ja alle erstmal egal für diese Frage mit des ersten Knotens. Das heißt, ihr müsst eigentlich die alle einmal loswerden, die Anzahlen, die ihr, wo ihr wisst, damit könnt ihr nachher volle, schöne Knoten bauen. Und dann euch nur noch um das kümmern, was dann übrig bleibt. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter. Nochmal. Für die Radix-R-Kodierung müsst ihr am Anfang wissen, was ihr was ihr zusammenfügen sollt. Und um da nur das zu wissen, diesen unvollständigen Knoten, was ihr da über habt, heißt ja, dass alle anderen darüber sind vollständig. In gewisser Weise. Das heißt, ihr wisst die Anzahl der Knoten, der Elemente in den Knoten darüber.
Das ist eine Vielfache von etwas. Und das könnt ihr alles erstmal wegwerfen, weil ihr nur wissen wollt, was sind keine vollständigen Knoten? Was ist das, was übrig bleibt? Und dann kann es sein, dass das, was übrig bleibt, das kann halt ein unterschiedlicher Wert sein. Es kann sein, dass irgendwie, vielleicht habt ihr alles vollständig, dann kommt ihr irgendwie, dann ist 0 übrig, was man sich beschäftigen müsste. Vielleicht ist irgendwie ein Element übrig, weil das nicht ganz hinkommt. Vielleicht sind es mehr als ein Element übrig. Und das sind so unterschiedliche Fälle, die ihr dann einmal beschreiben müsst. Ja. Gut, ich hoffe, ihr kommt damit irgendwie, wenn ihr noch ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist ein bisschen knifflig an der Stelle, leider. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu 7.4. Wir verlassen mal Huffman und Fano und wir kommen zu Hamming-Kodierung. Steht auch im Aufgabentext, es ist ein Verfahren, mit dem Einzelbitfehler korrigiert werden können. Wir nähern uns dem Ganzen aber mal stückweise und langsam. Es gibt eine Berechnungsvorschrift, also Hamming-Code. Wenn wir einen 7.4 Hamming-Code haben, dann heißt das, wir haben eine Codewortlänge von 7 Bits. Das ist die Länge. Das ist hier einmal auch ein bisschen dargestellt mit C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Das heißt, wir haben 7 Bits hintereinander. Das sind die jeweiligen einzelnen Bitstellen. 7.4 heißt, wir übertragen aber nur 4 Datenbits. Also 4 Bits an Informationen, die wirklich echten Informationsgehalt liefern. Die Datenbits sind D1, D2, D3 und D4. Jetzt haben wir noch 3 Bits über. Die werden dafür genutzt, dass man prüfen kann, ob es einen Fehler in der Übertragung gibt. Das sind Prüfbits. Deswegen sind die auch P1, P2 und P3 benannt. Wenn man das sich dann zusammen anguckt, das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Codewort von 7 Bits. Die erste Stelle ist Prüfbit 1, die zweite Stelle ist Prüfbit 2, dann kommt Datenbit 1, Prüfbit 3, Datenbit 2, Datenbit 3, Datenbit 4. Das findet ihr auch quasi als Überschrift dann in den beiden Hausaufgabentabellen. Das eine, was wir haben oder was ihr dann haben wollt, ihr sollt in der Tabelle die Prüfbits eintragen. Das heißt, wir müssen uns einmal angucken, wie werden eigentlich aus den Datenbits, wenn die gegeben sind, das kann jetzt irgendein beliebiger Wert sein, ich habe jetzt quasi Datenbits 0, 0, 1, 1 für die jeweiligen D1 bis D4, wie werden die Prüfbits daraus berechnet? Und das ist auch in der XOR-Schreibweise angegeben. Da steht ja, für die Prüfstellen gilt C1 gleich C3, XOR C5, XOR C7. Müsst ihr mal gucken, das ist unter der rechten Tabelle für die Prüfstellen gilt. Da steht im Grunde aber auch das Gleiche wie in der rechten Tabelle mit der Sternchenschreibweise. Die Sternchen sind an den jeweiligen Prüfgruppen. Also ich kann das mal hier sonst auch in der Tabelle machen, wenn ich die Prüfgruppe 1 habe oder A oder wie man das dann bezeichnet, das zu C1, um das zu berechnen, dazu gehört dann D1, D2 und D4. Und da wird dann gesagt, also um das zu berechnen, wäre dann C1 ist C3, XOR C5, XOR C7. Jetzt bin ich gerade selber unsicher. Hatten wir XOR eigentlich schon? Berechnung? Doch, wir haben das bei den bisschen angerissen gehabt. Genau, XOR ist das entweder oder. In der Berechnung ist es halt. Ist nur 1, wenn nur 1 in den beiden 1 ist.
Genau, es ist nur 1, wenn eine von den beiden 1 ist. Genau, wenn beides 1 ist oder beides 0 ist, hat es den Wert 0. Für diese Berechnung hier ist es etwas einfacher, kann man, also ganz salopp gesagt, das ist jetzt mathematisch total blöd formuliert, aber ich habe hier eine XOR-Verknüpfung. Ich gucke mir jeden meiner Werte hier an. Ist mir jetzt egal, ob das jetzt drei Werte oder ob das fünf oder sieben wären. Ich gucke mir jeden Wert einzeln an. Ich zähle bei jedem Wert immer, wenn es eine 1 ist, dann addiere ich es dazu. Und wenn ich eine ungerade Zahl Einsen habe, dann kommt am Ende eine 1 raus. Und wenn es eine gerade Zahl Einsen ist, dann kommt am Ende eine 0 raus. Weil zwei Einsen zusammen werden ja wieder zu einer 0 und heben sich dadurch auf. Das heißt, die einfachste Art und Weise, wie ihr es ausrechnen könnt, ist, ihr geht für die Codestelle durch C3, C5, C7. Okay, wie viele Einsen habe ich? Gerade Anzahl 0 als Ergebnis, ungerade Anzahl ist eine 1 als Ergebnis. Wie gesagt, mathematisch jetzt ein bisschen sehr salopp formuliert, aber es ist viel einfacher. Richtig. Ne, weil gerade Zahl Einsen heißt, entweder habe ich 0 Einsen insgesamt gehabt, dann bin ich eh schon bei 0, oder ich habe 2 Einsen gehabt oder 4 Einsen oder 6 Einsen und das hebt sich auf. Machen wir das mal hier mit dem Beispiel. Also 4 habe ich hier ja 0, 0, 1, 1 gegeben. Beachten muss ich C3 mit 0, C5 mit 0 und C7 mit 1. Also, was kommt für mein C1 raus? Wie viele Einsen habe ich? Wie viele habe ich, die ich berücksichtige? Nur die, die. Nur eine, genau. Ne, weil das ist ja hier C3, C5 und C7. Die C6 ist mir egal. Die berücksichtige ich nicht für die Stelle. Das heißt, hier kommt eine 1 raus. Und dann gucken wir weiter für C2. Machen wir das Gleiche. Da ist dann die Gruppe C3, C6 und C7. Das heißt, das sind die hier. Ich weiß, ich habe sehr kleine Sterne hier. Auch eine XOR-Verknüpfung. Während ich das aufschreibe, könnt ihr ja schon mal gucken, wie viele Einsen wären das und welchen Wert muss ich hier eintragen. Das sind zwei Einsen, genau, die heben sich auf, ist eine gerade Anzahl, das heißt, mein Prüfbit hat den Wert 0. Okay, fehlt noch C3. C3 ist C5, XOR C6, XOR C7. Entschuldigung, es ist natürlich nicht C3, es ist C4. Das ist ja ein daneben. So, das heißt, für die Stelle hier brauche ich genau die 3 Bits. Diese Ausdrücke sind schon also angegeben, oder? Wir müssen diese C4 finden, oder die sind schon, die ist schon angegeben. Die Formel oder Die Formel, ja. die Formel, die steht rechts im Aufgabenblatt unter der rechten Tabelle. Für die Prüfstellen gilt. Das ist jetzt die Berechnung der Prüfstellen. So, ich habe zwei Einsen, ne? C5, C6, C7 sind zwei Einsen bei. Das heißt, auch hier kommt irgendwie wieder der Wert 0 raus. Und damit habe ich dann auch die Tabelle an der Stelle ausgefüllt. Jetzt wisst ihr vielleicht auch warum, weil ihr sollt die ganze Tabelle ausfüllen, warum ich so meinte mit, guckt einfach die Anzahl der Einsen und es geht deutlich schneller, als wenn ihr anfangt, jedes Einzelne auszurechnen. Genau, jetzt haben wir das eingetragen. Alles schön und gut, aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir schauen wollen, wie ist das denn eigentlich mit Einzelbitfehler zu lokalisieren. In der Hausaufgabe sollt ihr eine Codewortstelle C3 verfälschen des Codewortes 12. Das heißt, ihr nehmt in der Tabelle das 12. Codewort und verfälscht die Codewortstelle C3. Ich habe beschlossen, wir nehmen die 4. Und verfälschen die erste Stelle.
Das heißt, das ist jetzt 4a. 4a ist das, wo wir einfach mal gucken wollen, wie können wir eigentlich da einen Einzelbitfehler lokalisieren. Nö, da brauchen wir noch keine Matrix. Das kriegen wir auch so noch hin. Nochmal, was haben wir in 4a gemacht? 4a ist genau das, was in 7.4b steht. Wir nehmen, also leicht anders natürlich, aber vom Grundsatz, wir nehmen eine Codewortstelle. In dem Fall sollen wir Codewortstelle, habe ich jetzt definiert, C1 nehmen. Von dem vierten Codewort. Ich habe ja jetzt ja nur das vierte genommen aus der Tabelle. Ne, ihr habt ja eigentlich die ganz lange Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als Nummer. Und wir haben die erste Stelle verfälscht. Das heißt, statt dem eigentlich korrekten 1 bekommen wir das Codewort so, dass an der ersten Stelle eine 0 ist. Und dann bei C2 bleiben. Die anderen bleiben. Wir haben nur einen Bitfehler. Wir haben in diesem ganzen siebenstelligen Codewort ist ein Bit falsch. Das ist das erste Bit jetzt, weil ich das so definiert habe. Wie gesagt, in der Übungsaufgabe habt ihr C3 definiert. Da wäre das dritte Bit falsch, was ihr dann einmal machen sollt. Und jetzt soll man halt eben gucken, wie man es lokalisiert. So. Auch da auf dem Aufgabentext, auf Aufgabenblatt steht dann unter dieser Beschreibung für die Prüfstellen gilt, also rechte Seite, die Spalte. Um einen Einzelbitfehler zu lokalisieren, bildet man ein Prüfwort. Und zwar aus X, genau, Prüfwort mit XA, XB, XC. Das ist auch jeweils eine XOR-Verknüpfung. Das erste Prüfwort ist C1, XOR C3, XOR C5, XOR C7. Wer jetzt ganz scharf guckt, sieht, dass diese Prüfworte im Endeffekt das gleiche ist wie das, was wir hier zur Berechnung genommen haben. Mit dem Unterschied, dass aus dem gleich ein XOR-Wert. Okay, das sieht ein bisschen hässlich aus. Ein bisschen ordentlich. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht nur die, hier oben war es ja so, dass wir die Prüfbits berechnet haben, nur basierend auf den Datenbits. Das waren ja rechts alles hier Datenbits. Sondern wir nehmen jetzt bei jedem Einzelnen zusätzlich zu den Datenbits noch das Prüfbit dazu mit XOR. Das ist das, was wir machen. Oder platt gesagt, statt dem Gleich haben wir da jetzt ein XOR. Und das ist dann das, was wir in die jeweiligen einmal reinschreiben. Und wir gucken mal, was da als Ergebnis rauskommt. Das erste ist C1, C3, C4, C7 ist 0, 0, 0 und 1. C1. C1 ist 0, C3 ist 0, C5 ist 0. Genau, wir machen das jetzt mit 4a, ne? Das, also mit unserem Verfälschten. Wir wollen ja den Einzelbitfehler lokalisieren. Da kommt eine 1 raus. Dann haben wir XB, C2, C3, C6, C7. Das ist 0, 0, 1, 1. Kommt eine 0 raus. Und C4, C5, C6, C7 ist 0, 0, 1, 1. Auch wieder gleiche gerade Anzahl. Kommt auch eine 0 raus. Ja. Gut, jetzt haben wir das gebildet. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn davon? Jetzt habe ich das ausgerechnet. Schön. Und woher weiß ich jetzt, welche Stelle das ist? Ja? Ich glaube, man lässt das so umfallen nach rechts. Ist ja 0001. Also das least significant bit ist die 1. Genau, und jetzt können wir das sozusagen den Binärcode ausrechnen. Also wir wissen, dass wir 2 haben, 2 hoch 0 ist 1. Genau. Also wir können das einfach, wir lassen es quasi umkippen, runterkippen, wie auch immer man es bezeichnen will.
001, also das heißt im Endeffekt XC, XB, XA, die Reihenfolge wäre das dann. Und können daraus ausrechnen, dass es hier jetzt die erste Stelle wäre. Und da wir ja wissen, da wir dann wissen, dass das da falsch ist an der Stelle, würden wir, also wenn wir jetzt nur das Falsche bekommen hätten, dann würden wir an der Stelle das Bit einmal flippen von 0 auf 1 und wüssten, okay, das ist dann das Korrekte. Das funktioniert natürlich nur mit einem Einzelbitfehler. Weil wenn wir mehr als einen Bitfehler haben, dann kann es sein, dass sich das gegenseitig aufhebt. Wenn wir Glück haben, können wir bei mehr Bitfehlern noch irgendwie erkennen, dass was falsch ist, aber wir können unter Umständen nicht lokalisieren, wo es ist. Aber solange wir nur einen Bitfehler haben, ist das machbar. Aber woher wissen wir jemals, dass es nur dass das jetzt ein Bitfehler ist? Woher wissen wir jemals, dass das nur ein Einbitfehler ist, ja? Es gibt Codierungen, wo oder Codierungsverfahren oder Prüfverfahren, die genau darauf ausgelegt sind, dass man mehr als einen Bitfehler erkennen kann. Gibt's auch eine Formel zu, da will ich jetzt gar nicht reingehen, weil also es gibt eine Formel, wie man ausrechnen kann bei manchen Codierungen, wie viel Bitfehler man erkennen kann und wie viel man korrigieren kann. Spoiler, meistens kann man deutlich weniger korrigieren als erkennen. Weil es ist immer einfacher, Bitfehler zu erkennen, mehr Bitfehler, als sie dann auch genau zu lokalisieren und zu sagen, das eine ist falsch. Ich kann eher sagen, das Codewort ist falsch, was ich bekommen habe. Und dann fordert man es einfach nochmal neu an. Das wäre das, was man dann an der Stelle macht. Genau. Oder man geht bei einigen Sachen davon aus, okay, Mut zur Lücke, es muss dann halt, also ich gehe davon aus, dass in der Regel nur ein Einbitfehler kommt und wenn das nicht so wichtig ist, das Programm. Also ich hoffe mal, dass irgendwie sehr, sehr wichtige Softwaregeschichten oder Hardwaregeschichten, dass dann da, wenn man da Codierung hat, wenn es wirklich sehr wichtig ist, dass es korrekt ist, dass man dann halt eben nicht nur auf Einbitfehler prüft, sondern mit komplexeren Verfahren. Aber ich sag mal, für uns dumme Internet-User, wenn da irgendwo eine Codierung ist, für nur mal irgendwie eine Webseite übertragen, dann wird man wahrscheinlich eher sagen, ach komm, okay, ich mache ein einfaches Prüfverfahren und wenn nicht, dann soll der Nutzer die Seite neu laden. Oder man nimmt das Zeit mit der größten Wahrscheinlichkeit. Ja. Gut. Fast fertig. Wir haben aber noch das Thema Generatormatrix und Prüfmatrix. Ihr müsst sie nur erstellen, ihr müsst nicht rechnen. Insofern sollte das Ganze noch gehen. Jetzt gucke ich mal, habe ich hier noch ein bisschen. Bisschen zu viel. Das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Naja, gut. Dann machen wir das halt so. Also in der Hausaufgabe habt ihr einmal das, dass ihr es beschreiben sollt, wie das funktioniert. Und ihr sollt aber auch das Ganze, beziehungsweise ihr sollt es vor allem anhand eines 1511 Hamming-Codes machen. Um Gottes Willen, 1511. Wir haben hier einen 74 Hamming-Code. Wir gucken uns das mit 7.4 an und das ist nicht ganz um Gottes Willen. Gleiche Prinzip. Bei 7.4 4 Datenbits Information, 7 Codelänge gesamt. 1511 heißt dann, dass ihr 11, na gut, das ist sogar ein bisschen, das ist noch ein bisschen längerer. 26. Irgendwie ist die Zählung komisch. Okay. Prinzip funktioniert aber trotzdem gleich. Also das Prinzip ist, ihr habt Prüfbits und ihr habt Datenbits. Dafür steht dann auch jeweils P und D da dran. Ja, ich würde sagen, wir machen mal erstmal die Prüfmatrix. Die Prüfmatrix H
ist noch relativ, die ist daraus zu erstellen, dass es darum geht, wie die Konstruktionsvorschrift quasi ist für die Codewortstellen. Was heißt das jetzt für uns? Ich gucke mir an. Mal schauen, passt das von der Beschreibung? Also, wir haben x0, x1, x2. Ich weiß, dass ich euch ein bisschen damit quäle, aber ich glaube, wir machen das einmal noch zu Ende und dann habt ihr es zumindest für zu Hause. Wir haben, das hatte ich ja eben einmal drüber gemalt, die entsprechenden Berechnungen. P1 war mit, oder C1 war mit C3, C5, C7 und C2 mit C3, C6, C7. Ich sage nur, dass wir das gleich nochmal wieder haben. Und C4 mit C5, C6, C7. So, was ich nämlich mache in der Prüfmatrix ist, ich habe eine 0 an der Stelle, wo ich eine, wo ich die Codewortstellen habe, die da relevant, also die dann eben markiert sind für die jeweilige Prüfung des Ganzen. Das heißt, bei x0, ich würde gucken, ich habe hier C1, das geht mit ein. C2 geht nicht mit ein. Also immer das, was eingeht, das kriegt dann eine 1 an der Stelle. C3 geht mit ein. C4 geht nicht mit ein. C5 geht mit ein. C6 geht nicht mit ein. C7 geht mit ein. Das wäre quasi diese Zeile hier, dass ich da jetzt einmal geguckt habe, einmal alles durchgegangen bin. Das mache ich natürlich dann auch mit der nächsten Zeile. Also ich muss quasi die ganzen Vorschriften einmal durchgehen. Nächste ist x1. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Richtig. Das heißt, ich kann es daran relativ schnell ablesen und das letzte wäre dann 0, 0, 0, 1, 1, 1. Und das ist tatsächlich dann auch schon die Prüfmatrix. Ergibt auch irgendwie Sinn, weil das ist ja, also ne, das sind dann für, dass ich dann für jedes Prüfbit nur das drin habe, was ich brauche, um dieses Prüfbit zu berechnen, inklusive des Prüfbits selber. Wenn ich das Prüfbit an der ersten Stelle berechnen will, dann habe ich nur die drin, die ich brauche, um das zu berechnen. Oder das, was dann hier auch an den Punkten markiert ist. Und das muss aber eben einmal für jedes der Prüfbits gemacht werden. Das heißt, eure Prüfmatrix wird natürlich größer sein. Ihr habt nicht nur x0, x1, x2. Ihr habt dann entsprechend mehr. Genau. Gut. Genau, wenn ihr, also wenn ihr die Aufgabe euch anguckt, dann seht ihr, dass ihr, ach, jetzt weiß ich, was mich so irritiert hat in der Grafik. Ihr habt den, warum eigentlich? Also in der Grafik, ihr habt die Grafik in der Hausaufgabe in 74C ist keine 1511, sondern ist halt ein, was werden das dann? 31,
3126. Das heißt, ihr nehmt ja nur einen Teil davon. Also bitte nicht die ganze, für die Aufgabe nicht die ganze Grafik, sondern bis 15. Was hatte ich ja gesagt? 7,4 haben wir hier vorliegen. Das heißt, nach 7 Bits cutten wir. Das heißt, wenn ihr ein 1511 machen wollt als Beispiel, dann habt ihr, wie viel Bits hat euer Codewort? Ja? 15 Bits, genau. Also dann heißt, ihr braucht nur bis C15 das Ganze auch berücksichtigen. Alles rechts daneben ist egal. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr aufgrund, dass ihr eine Anzahl an Zeilen von Punkten habt und das gibt euch halt den Hinweis, wie viel ihr jetzt hier entsprechend auch an Zeilen habt, die ihr in der Matrix braucht. Ne? Ich habe hier 3 Zeilen gehabt, ihr werdet in der Hausaufgabe mehr Zeilen haben. Ne? Ihr müsst nur bis C15. Alles, was rechts davon ist, ist egal. Aber ich meinte, wie viele Zeilen wir haben. Also wir haben 5 Zeilen. Ne, ihr müsst gucken, schaut euch an, wie viel Prüfbits ihr bei einer 1511 in der Hausaufgabe berechnen müsst. Hier steht das 1511, bedeutet für ihn das C15 und hier. Das heißt, das, was die Daten gesendet hatten, müssen wir nur auf den Teil bis zu dem blauen machen. Nur da. Genau, also wenn ich jetzt beispielsweise, das ist total widersinnig, aber egal, eine 3-1-Hamming-Code gemacht hätte, dann hätte ich nur den Teil hier berücksichtigt, den linken Teil hier im Kasten. Weil ich dann 3-1 wäre halt dann nur bis Codewort 3. Gut, das ist die Prüfmatrix. Das andere ist die Generatormatrix. Und da fließen 2 Sachen ein. Das eine ist die Einheitsmatrix und die Terme dann jeweils der Prüfbits. Das heißt, wir brauchen wieder die Prüfbits und wir brauchen aber auch eine Einheitsmatrix. Das weiß ich nicht. In Mathe irgendwie Einheitsmatrix dran gewesen? Alles gut. Der Unterschied zwischen Vektoren und Matrizen ist jetzt nicht sehr groß an der Stelle, aber Matrizen sind noch ein bisschen lustig. Ja. Also Einheitsmatrix heißt, dass wir wir haben auch eine Matrix, an sich ist das ja erstmal so ein großes Ding mit Zeilen und Spalten. Und ganz viele von diesen Zeilen und Spalten enthalten irgendwelche Nullen. Und die Frage ist jetzt für uns, wie viele Nullen und Einsen ist es? Für die Einheitsmatrix würde ich hier durchgehen von D1 bis zu quasi dem letzten Datenbit, was ich habe. Und das letzte Datenbit hat auf der letzten Stelle eine 1. Und das erste Datenbit hat auf der ersten Stelle eine 1. Und dazwischen wandert diese 1 einfach quer rüber. Das heißt, ich habe ja jetzt hier nur 4 Datenbits. Das heißt, es ist ja etwas einfacher. Ne? D2, D3, D4. Das heißt, 0, 1, 0, 0, genau. Und dann 0, 0, 1, 0. Das ist die Einheitsmatrix. Und die kann halt eben beliebig groß werden dadurch. Jedes Datenbit hat eine 1 in der Zeile, aber kein anderes Datenbit hat in der gleichen Spalte eine 1. Das zweite, was ich brauche, sind die Prüfbits. Und zwar müsste ich da dann einmal schauen, also meine Prüfbits, in dem Fall habe ich ja P1, P2 und P3. Für mein Beispiel, mein kleines. Und da würde ich halt gucken, welche Datenbits gehen da rein. D1, D2, D3 und D4. So, P1. Welche Datenbits brauche ich dafür? Ne, das war ja das hier. Ich will das P1 hier berechnen. Datenbit 1 ist drin, Datenbit 2 ist drin, Datenbit 3 ist nicht drin, aber Datenbit 4.
1 und 2 ist drin, 3 ist nicht drin, 4 ist drin. Einfach aus der Vorschrift dann abgelesen. Das ist die Berechnung nochmal, das sind wieder nochmal eben die Prüfbits. Dann habe ich die P2, das gleiche, P2 war, D1 ist drin, D2 ist nicht drin, D3 und D4 sind drin. Also 1 ist drin, 2 ist nicht drin, D3 ist drin, D4 ist drin. Und P3, D1 ist nicht drin, die anderen drei sind drin. Nö, nicht drin, drin, drin und drin. So, und wenn ich das weiß, dann kippe ich das Ganze quasi einmal zusammen. Und zwar nehme ich jetzt, beziehungsweise ich mache den Pfeil mal an der Stelle, ich nehme jetzt das Ding, was ich hier habe. Das ist ja meine gesamte Vorschrift, wie der Hamming-Code aufgebaut ist, wie ein Codewort aufgebaut ist. Ich nehme jetzt den Aufbau des Codewortes und kippe das einmal nach rechts und fange an von oben nach unten, P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4 und verknüpfe die Infos, die beiden Sachen, die ich gerade gemacht habe. Ich habe einmal die Einheitsmatrix aufgestellt, wo ich einmal ja für D1 bis D4 was definiert habe und ich habe einmal für meine Prüfbits aufgestellt, welche Datenbits da eingehen. Und das wird jetzt einmal zusammengekippt. Ups. Ja. Entschuldigung, ich bin auch schon ein bisschen durch. P1. Ich übertrage jetzt nur. Ich nehme das hier, die Zeile, und trage sie jetzt hier ein. 1, 1, 0, 1. Nächste Zeile, P2. 1, 0, 1, 1. Einfach übertragen. Die hier. Dann D1 ist 1, 0, 0, 0. P3, 0 und dann 3 Einsen. D2 war das um eine Stelle verschobene 1. D3 0 0 1 0 und D4 0 0 0 1. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jetzt noch eine halbwegs brauchbare Klammer malen kann. Ach, um Gottes Willen, die sieht ja richtig scheiße aus. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Das ist dann unser G oder auch die Generatormatrix. Und ich hoffe, die schrecken euch jetzt nicht mehr so ab, wie vielleicht vorher auf dem Aufgabenblatt. Sowohl H als auch G. Ja? Das, was wir hier gemacht haben, das ist das Auseinandernehmen dessen, wie man die Generatormatrix erstellt. Dass man das in zwei Schritten macht. Also, dass man stellt halt einmal die Einheitsmatrix auf und dann trägt man es ein. Man könnte es auch direkt eintragen in die Generatormatrix. Aber vielleicht hat man ein bisschen mehr Überblick, wenn man das in zwei Schritten macht. Das ist quasi so ein Zwischenschritt dazu, genau. Die Einheitsmatrix und die Matrix der Prüfbits in gewisser Weise, ja, kann man so sagen. Das alles zusammen. Stück für Stück durchgehen. Seid froh, ihr müsst in den Hausaufgaben nicht noch die Berechnung machen mit dem Ganzen. Also man könnte jetzt auch noch damit rechnen, das müsst ihr nicht machen, zumindest soweit ich das gesehen habe. Insofern kommt ihr da zumindest drum rum. Das heißt, das brauchen wir auch nicht mehr machen, wir sind durch. Ich hoffe, ihr kommt mit einem Großteil des Aufgabenblattes zurecht. Ich hoffe, sonst erklären sich spätestens in den Übungsbesprechungen die restlichen Sachen auf oder... Oder wir müssen dann doch noch mal vor der Klausur drüber sprechen. Ja. Genau. Ja, heute leider wieder länger irgendwie. Aber Hauptsache ihr versteht es, das ist mir wichtig. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Erfolg und bis vielleicht nächste Woche.